Also ich bin hier heute, um einen Guinness-Weltrekord für 24 Stunden Höhenmeter Skifahren zu sehen. Ich habe gerade so einen Fuchs von der Piste geholt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie gefährlich das ist, wenn die Athleten mit 100 Stundenkilometer gegen sowas fahren, könnte fatale Folgen haben. War gefährlich, war nicht ungefährlich, aber hat uns allen gut getan, dass wir was, endlich mal auch was erlebt haben, dass wir es nicht verschlafen sozusagen. Die Athleten absolvieren in einer Stunde circa 8 bis 9 Runden mit einer Laufzeit von ungefähr 1 Minute 5, 1 Minute 10. Die Liftauffahrt beträgt dann circa 4, 4,5 Minuten, was über 24 Stunden in etwa 200 bis 210 Durchläufe möglich machen würde, wenn natürlich keine körperlichen Schwächen auftreten. Derzeit ist die Fitness hervorragend, großartig, keine Probleme in irgendeiner Art und Weise. Wir sehen jetzt da herüben, dass sie eigentlich schon um 5 Runden über den Soll sein, Soll und Haben. Das heißt, wir sind schon voll auf Weltrekordkurs, und zwar alle. Wir haben ca. 15 Liter Flüssigkeit bei 70 Kilogramm Körpergewicht gerechnet. Die Athleten werden grundsätzlich mit natürlicher Nahrung versorgt, ausschließlich natürliche Nahrung. Auch die Nahrungsergänzung ist natürlich. Wir geben den Athleten Harnflaschen mit, wie man sie aus den Krankenhäusern kennt, und damit können sie die Blase entleeren. Die Skier, die wir heute repariert haben, sind so bei den 250 Bar, so haben wir natürlich mit 250 Bar lagern, sondern immer in 16 Bar rotierend. Extrem beanspruchsvoll, das haben wir wirklich. Da kann man an die Grenzen. Also die Nacht ist rum. Ich glaube, das Schwierigste haben wir hinter uns gebracht. Meine Verfassung ist sehr, sehr gut. Von Müdigkeit war überhaupt nichts zu spüren. Es haben sich ein paar kleine Wehwehchen eingestellt, aber natürlich haben wir ja unser Betreuerteam und wir haben alles im Griff. Macht sich natürlich auch ausgezahlt, das 6-monatige Training. Und jetzt natürlich sieht man schon, wie es langsam heller wird. Die Klappen hier, die sind eines von unseren 3 Sicherungssystemen, mit denen wir sicherstellen, dass wir auf keinen Fall die Anerkennung unseres Rekords gefährden können. Wir müssen nämlich ganz korrekt nachweisen und wasserdicht nachweisen, dass keiner der Athleten gleichzeitig mit einem anderen aus seinem Team auf der Piste war. Also beim nächsten, der durchfährt, müsste die 1 Million erreicht sein. Wir haben jetzt kurz nach 12, die Million ist geknackt, das Team ist mental super drauf, wir haben eigentlich überhaupt keine Beschwerden bis jetzt.
Ich wundere mich vor allem über die mentale Stärke von unserem Mädchen, die wir drin haben, die Anna. Die fährt denselben Rhythmus mit wie die Männer. Das ist unglaublich, was die leisten. Die Verfassung der Athleten ist großartig. Also es gibt sicherlich einige, die immer wieder Masseure bzw. die Therapeuten in Anspruch nehmen haben müssen. Zwei, drei haben sogar kleinere Pausen von 15 bis 25 Minuten eingelegt. Und selbst die paar wenigen, die sind toll wieder im Rennen. Die Jungs kämpfen, die Muskeln werden härter. Aber wir lockern so viel wir können und das geht. Ich versuche jetzt durchzufahren, durchzuhalten, immer im gleichen Rhythmus. Und schauen wir mal, was dann rauskommt. Jetzt wird es nochmal dunkel, wir sehen schon die Dämmerung, jetzt sieht man überhaupt nichts mehr am Boden. Die Lampen sind schon angemacht, aber das hilft nicht viel, weil einfach das diffuse Licht total Konturen unsichtbar machen. Und deswegen wird es jetzt erst recht schwierig überhaupt, weil wir jetzt noch 5 Stunden in Dunkelheit haben. Das war der Sascha Sorio. Er war der Erste, der bis zum Weltrekord hier, den Einzelweltrekord mit 92.160 Höhenmeter geschafft hat. Da sind aber jetzt schon viele dazugekommen, der Steinmeier Matthias zum Beispiel, der Außendorfer Lukas, der Unteregelsberger Robert oder Brucker Roland, Brucker Peter. Die haben ebenfalls schon diesen Einzelweltrekord geknackt und schaffen werden es alle. Die Zielkurve, das ist der schwierigste Punkt, der Abfahrt ist total vereist und da sind noch ein paar Schlaglöcher drin, also die letzte Kurve ist wirklich, die fordert uns bis zum letzten. Noch 1 Stunde und 5 Minuten, also die Spannung steigt, volle Kanne, volle Kanne. Ja, es wird schon wieder ernster, diese Geschichte. Man sieht dann die Zeiten, die fahren jetzt viel schneller. Riesenapplaus, meine Damen und Herren! Du, die einzige Dame, was war das für ein Gefühl für dich? Die haben mich ganz gut behandelt. Steinmeier, Matthias, wie hoch!